Hallo und willkommen. Und zwar geht es heute um Age Perfect. Ich schminke mich heute damit, dachte ich. Und zwar ist es ja eine Best-Ager-Marke. Die Produkte sollen einem dabei helfen, etwas frischer, rosiger und strahlender zu sein. Die sollen auch sehr pflegend sein, die Produkte. Und ich habe tatsächlich ein paar Lieblingsprodukte auf jeden Fall von der Marke. Und ich dachte, ja, bietet sich dann an, dass man so eine Art Full-Face macht. Obwohl, zu 100% habe ich mich nicht damit geschminkt, weil das Sortiment ist relativ klein, finde ich tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in den Läden, aber bei mir in den Läden, muss ich sagen, ist da nicht ganz viel Auswahl. Aber ich habe hier ein Lieblingsprodukt unter anderem, das werde ich auf jeden Fall verwenden. Ein bisschen Hautpflege erstmal, und zwar dieses Mal von Hydroxy, und zwar Restore Comfort. Das ist ja tatsächlich meine Lieblingscreme. Das ist, also meiner Meinung nach, gibt es nichts, was vergleichbar ist. Und zwar ist die Verpackung neu. Die alte Flasche, die ich hatte, ist leider leer. Was heißt leider? Jetzt habe ich ja was Neues. Und zwar, ja, die ist einfach super, super toll. Ich habe ja ein Video darüber gemacht. Also ich muss ein paar Mal pumpen, bevor was kommt. Und zwar perfekt nährend und hat ganz viele tolle Lipide. Das ist so eine besondere Lipide-Mischung drin. Ein Patent wohl. Das merkt man. Das sind einfach die Lipide, die eine jugendliche Haut normalerweise hat, die immer mehr quasi fehlt im Laufe des Alters. Oder auch wenn man einfach so generell eine trockene Haut hat. Das ist einfach etwas, was fehlt bei vielen. Und das bekommt man zurück mit dieser Creme. Also wirklich wunderbar. Und die Hautbarriere wird wunderbar gepflegt, weil oft ist die Hautbarriere gestört bei einer trockenen Haut oder bei einer älteren Haut eventuell auch. Wenn man eine raue Haut hat oder eine trockene Haut hat, dann ist oft die Hautbarriere gestört. Und diese Creme, die pflegt oder die schützt und die baut die Hautbarriere auf. Also so, so toll. Und was ich gerade gelesen habe auf der Homepage ist, dass der pH-Wert auch optimal ist. 4,9 glaube ich, bis 5,4. Wenn ich mich nicht täusche, also ich blende das hier ein, falls es jetzt nicht richtig war, aber das ist einfach so der ideale pH-Wert auch für die Haut. Das ist auch super, super wichtig und darauf achtet nicht jeder Marke, kann ich noch sagen. Also von daher, oh, man merkt so, wie toll die Haut genährt ist von dieser Creme. Und ich hatte eine Weile eine andere Creme jetzt, als die erste Flasche alle war. Und ich hatte die allerdings eine ganze Weile bei mir. Im Grunde so zur Feier des Tages wollte ich halt ja, die Flasche dann wieder aufmachen. Jetzt, wenn ich Age Perfect, wenn ich das Video mache jetzt. Ne? Und auf jeden Fall hatte ich jetzt eine ganze Weile Veleda, ich meine, die, also eine harmonisierende oder die harmonisierende Tagescreme oder sowas heißt sie, hatte ich eine Weile und ist auch super, muss man wirklich sagen, habe ich auch aus dem Kanal mal erwähnt, bei deinen Favoriten oder so, aber also die ist nicht zu vergleichen mit dieser hier, ich meine Drogerie oder High-End, ne? Also genau, das ist wirklich echt eine Spitzencreme. Es gibt auch einen Rabattcode, Lena HD Restore, dann bekommt man 15% Rabatt. Das ist so eine Art Dauercode, ist immer da sozusagen. Und im Moment ist sowieso ein Rabatt von 10% auf der Homepage, also jetzt im Februar auf jeden Fall. Das heißt, wenn man einen Code eingibt, dann kriegt man 15% statt 10%. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung von mir. Und Ceramide sind auch drin. Das ist einfach was Hauteigenes, eine Art Lipide und was auch wirklich nicht wegzudenken ist aus der Hautpflege. Und Oat Prebiotics steht hier, also Haferpräbiotika. Auch toll für die Mikroflora der Haut und ja, also wirklich pflegend auf optimale Weise. Ich habe sowas wirklich noch nie bis jetzt kennengelernt. Ein bisschen Sonnenschutz von NO, LSF 30, habe ich den ganzen Winter im Grunde verwendet. Gemischt mit oder abwechselnd mit, ja, von Eni Meni heißt die andere. Also irgendwann mal eventuell, wenn ich dazu komme, mache ich ein Video über Sonnenschutz. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber vielleicht ist das wieder soweit. Gerade jetzt, wenn der Frühling kommt, obwohl man ja immer Sonnenschutz tragen soll. Ne? Aber gerade so im Sommerhalbjahr ist es natürlich extra wichtig.
Dann fange ich an mit dem Make-up-Balm von Age Perfect. Finde ich super. Ich habe die Farbe 02 Light und es gibt, soweit ich weiß, nur drei Farbvarianten und das ist natürlich ein bisschen begrenzt, ne? Und ich meine, ich habe die mittlere Farbe. Ich weiß es aber nicht. Ich habe aber ja, 02, das müsste eigentlich eine Nummer 1 auch geben und dann ja, wahrscheinlich auch Nummer 3. Ich weiß es jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall habe ich die Farbe. Und man sieht ja, dass die Farbe jetzt nicht total passend ist. Ich finde ein bisschen zu gelblich für mich. Aber wenn man sie aufträgt, dann ist das ganz okay, muss ich sagen. Also von daher, auch wenn man da im Laden steht und denkt, nee, also das ist nicht meine Farbe, kann ich empfehlen, vielleicht doch einmal probieren. Einfach so, dass es in etwa passt sozusagen. Und hier habe ich übrigens zwei Leberflecken gerade wegoperieren oder weglasern lassen. Die Krusten sind gerade ab, von daher bin ich noch etwas gerötet. Und dann muss ich, ja, ich musste warten, bis die weg waren. Ne? Ich wollte nicht mit zwei riesengroßen Krusten da was drehen. Von daher, jetzt war wieder so eine kleine Pause. Ich glaube, das merkt man kaum. Ne? Wahrscheinlich so eine Woche Pause oder sowas auf dem Kanal. Aber es ist dann wieder ungewohnt zu filmen, zu drehen. Ich muss wieder in Schwung kommen. Ja, hier muss man nicht viel auftragen. Weil, na, Cakey wird das nicht, aber man braucht nicht viel. Ne? Also, das ist einfach ein, ja, nennt sich ja Make-up-Balm, aber es ist ja im Grunde wie eine BB-Creme oder getarnte Tagescreme, wenn man so will. Die Deckkraft ist gar nicht stark. Ich glaube sogar, dass ich das lieber mit den Fingern mache. Ich finde, das ist dann auch ein schönes Gefühl, wenn die Wärme von den Fingern einfach alles so ein bisschen einarbeitet. Dann verschmilzt es schön mit der Haut. Einfach aufpassen, dass man so in den Ecken gut einarbeitet. Und das ist einfach, ja, sehr pflegend einfach. Also ich achte ja darauf, dass eine Foundation nicht austrocknet und das hier ist also wirklich super pflegend. Ich würde fast sagen, das pflegendste, was ich kenne überhaupt so, ne, unter den Foundations, muss man wirklich sagen. Oder hier, ja, Aloe Verde hatte ich ja neulich geholt, ne? Die BB-Creme, die ist auch ganz, ganz toll, sehr pflegend. Also ich muss wirklich sagen, eine passende Deckkraft für den Alltag. Jetzt im Studiolicht ist das vielleicht unscheinbar, aber wirklich für den Tag im Alltag echt super. Ich habe ja auch die Foundation, also die normale Foundation, so sagen wir mal, von Age Perfect verwendet oder probiert und die ist super. Also das Finish ist klasse. Nur ich habe ja schon davon gesprochen, in meinem Foundation-Video kann ich unter verlinken, dass ich einfach Aufschläge davon bekommen habe. Also oder Pickel, riesengroße, dicke Entzündungspickel. Also von daher no go. Also ich schätze mal zu stark parfümiert. Und das hier ist gar kein Parfüm irgendwie, glaube ich, drin. Also von daher, ja, pflegend und nicht reizend und also alles wunderbar. Neulich hat mich jemand gefragt, welchen Concealer ich verwende und ich habe das nicht beantwortet, weil vielleicht dachte ich, mache ich mal ein Concealer-Video, aber zwischendurch kann ich ja auch erwähnen, was ich ja verwende und zwar von Dr. Jetzke Ulte. Hatte ich auch mal von gesprochen, von der Marke und da habe ich auch erzählt, ne? Also den Concealer behalte ich für mich, also kommt nicht in mein Kit rein oder so, sondern das ist mein privater Concealer. Ist tatsächlich ein bisschen hell vielleicht, aber ich finde, dass es einfach so ein bisschen auffrischt. Ja, ich habe keinen Concealer von L'Oréal oder L'Oréal, ja. Tatsächlich, das ist von L'Oréal, Perfect Match, aber das ist ja nicht Age Perfect und ich habe tatsächlich gestern dummerweise den Concealer von Age Perfect weggeschmissen, ja, hätte ich vielleicht warten müssen, bis ich das Video gemacht habe, aber nee, ich habe den weggeschmissen, weil, also ich habe mein Kit so ein bisschen aussortiert und ich dachte einfach, ja, ist wirklich
toll pflegend. Ich habe den gelobt mal auf, oder ein paar Mal sicherlich auf dem Kanal, weil er super pflegend ist. Aber in einem Make-up-Artist-Kit ist er nicht so gebraucht, weil da wirklich wenig Deckkraft ist. Und dann bringt es irgendwie nichts. Also privat für den Alltag ist es wahrscheinlich völlig ausreichend. Aber jetzt hatte ich keine Lust, irgendwie zurück zum Mülleimer zu gehen. Das wäre auch ein bisschen ekelig, ne? Sondern nein, im Moment habe ich keinen Concealer von Age Perfect. Wie gesagt, pflegend, aber nicht wirklich sehr deckend. Und für mich auch ein bisschen zu gelblich im Ton. Es gibt ja mehrere Töne, aber ich habe irgendwie Medium und einfach ein bisschen zu gelblich. Deswegen, dann nehme ich hier Dr. Jetzt Ulte. Ja, und das hier ist ja einfach ein Balm und wie gesagt, sehr pflegend und sehr glowy, ne? Und was ich ja liebe. Aber es ist tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Und einfach um zu setten, nehme ich ein Puder, wenn ich den Tiegel jetzt überhaupt aufkriege. Moment. Und zwar nehme ich hier, das ist ein ganz kleiner, winziger Tiegel von bei Terry. Das ist ein ganz tolles Puder. Sehr, sehr fein. Und ich nehme einfach das, was hier im Deckel liegt. Und das reicht im Grunde, besonders so unter den Augen. Und das ist so fein, dass die Haut einfach total ja, matt natürlich wird oder es wird gesättet, aber auch feinporiger wird. Das finde ich ist auch so toll bei einem feinen Puder, hochqualitativen Puder. Und das bis jetzt habe ich wirklich überhaupt nicht bei der Drogerie gefunden. Könnt ihr mir schreiben, ob ihr da Tipps habt, aber ich habe einiges probiert. Catrice, vor allem Catrice oder Nuxe. Aber ne, es ist nicht optimal, finde ich. So, ich mache das so ein bisschen in der T-Zone, unter den Augen, wie gesagt, Nase. Aber hier lasse ich den Glow. So hier, ne? Als Bronzer oder eher Contouring, weil das ist die Contouring-Farbe, nehme ich von Trend It Up. Das ist eine ganz tolle Palette, finde ich. Oder das heißt Palette, weil die verwende ich gar nicht, sondern hier die Contouring-Farbe. Und ja, das habe ich ja oft als Bronzer-Ersatz sozusagen, weil das sonst einfach ein bisschen zu orange wird für mich. Ich mache das so mit einem sehr fluffigen Pinsel. Ist ja eigentlich mehr so für Puder. Aber es wird, finde ich, total schön weich dann, wenn man so was ganz Fluffiges nimmt. Kein harter Kontrast. Ein bisschen als Transition Shade sozusagen hier in der Lidfalte auch ganz schnell. Das hier ist ja quasi ein Alltagslook, ne, was man schnell kreieren kann, ohne ganz vielen Pinseln und so, sondern ich habe jetzt diesen Pinsel. Und jetzt zu meinem Lieblingsblush tatsächlich. Also normalerweise mache ich eigentlich die Augen immer zuerst, aber irgendwie hat sich das so ergeben, so mit Bronzer und Blush. Und zwar, ja, deswegen kam ich auch auf die Idee, ne? Ich mache etwas mit Age Perfect, weil dieser Blush finde ich genial. Ich finde ihn so super. Ich gucke mal, welche Nummer. Ist das einfach nur 26W101? Ist das so? Das ist ja ein toller Name. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja ein paar Farbvarianten. Das ist hier, ich würde sagen, Rosenholz. Da ist eigentlich vorwiegend rosa, ein bisschen Peach. Das ist ja das Tolle, dass viele Blushes heutzutage einfach so eine Mischung sind, ne, zwischen Peach und Rosa, so undefinierbar. Weil oft kann ich mich sowieso nicht entscheiden, ne, zwischen Rosa und Peach. Und, aber vorwiegend Rosa würde ich sagen, eine sehr milde, schöne, softe Nude-Farbe irgendwie. Und ja, hier gibt es sogar einen Spiegel drin. Neuerdings trage ich das oft hier auf.
Also typbedingt wäre das hier eigentlich richtiger bei mir, weil ich ein längliches Gesicht habe und das wird dann hier so eine Art Unterbrechung. Aber das liftet ja nicht, ne? Deswegen, also ich wechsle das ab, ja, aber im Grunde mache ich das oft hier mittlerweile, statt hier, weil es dann ein bisschen zu tief nach unten kommt, hier auf den Apfelbäckchen, aber hier dann quasi so. Im Grunde da, wo man einen Highlighter setzt, da tue ich Rouge hin. Ich möchte es ja auch, dass es ein bisschen so mit der Augenfarbe zusammenspielt, ne? Und zu hoch quasi hier, ne? Dann sieht man ja gar nichts vom Blush, habe ich das Gefühl. Deswegen, das soll schon so ein bisschen hier vorne sein. Habt ihr auch eine Schokoladenseite? Also die Seite sieht immer besser aus bei mir. Die ist irgendwie flach und komisch. Machen wir weiter mit was ganz Tolles für die Augen. Und zwar 05 Opulent Plum nennt sich die Farbe. Das ist einfach so ein Creme-Lidschatten. Wunder, wunderschön. In der Kamera sieht es eher gräulich-braun aus, aber das ist so ein bisschen lila, ne, tatsächlich. Also der Deckel sieht ja sowas von unspektakulär aus. Könnten Sie vielleicht daran arbeiten, ne? Das sieht nicht so inspirierend aus. Aber wie gesagt, ist ganz, ganz toll, finde ich. Und ich mache das einfach mit den Fingern. So, wie gesagt, so schnell gehen, das ist für den Alltag, für jeden Tag quasi. Und das ist einfach so eine wunderschöne, ja, softe Farbe. Das sieht so gepflegt aus. Und passt wunderbar zu graublauen Augen, wie ich dann das habe, ne? Oder braunen Augen sowieso, aber grünen Augen vor allem. Also das ist eine Top-Farbe. Aber ich würde sagen, für wirklich jede Augenfarbe. Und vielleicht gerade, wenn man so graue Haare hat und so, sieht das super frisch aus. Man kann die Deckkraft natürlich aufbauen, so wie man das haben möchte. Nur einmal, dann ist es einfach so ein Hauch oder ein bisschen stärker hat, ne, wie man möchte. Und wie gesagt, sieht super, super gepflegt aus und edel, elegant irgendwie. Also eine große Empfehlung. Die haben ja da mehrere Farben. Ich glaube, eine rosane Farbe auch und braun, denke ich sowieso, ne? Aber so ein bisschen lila-mäßig, also nicht schlecht. Als Mascara verwende ich meine geliebte Lash Princess. Ist wirklich, ja, All-Time-Favorite. Eventuell mache ich tatsächlich ein Video darüber. Und zwar wollte ich ganz gerne diese Mascara mit einer anderen, ziemlich gehypten Mascara machen. Demnächst mal gucken, wann ich dazu komme. Weil man hört viel über andere Mascaras, aber irgendwie tendiere ich immer oder ich komme immer zurück zu diesem Mascara, weil er einfach passend schwarz ist und gibt Länge und Fülle. Was will man mehr? Also Essence, finde ich, hat, das ist ja Essence, ne? Ich finde, Essence hat viele schöne Sachen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass Essence nicht so den besten Ruf hat, sozusagen, oder halt. Ja, man geht, ja, man guckt lieber bei Catrice oder sowas. Klar, ich liebe Catrice auch, aber Essence ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Könnt ihr mir schreiben, was ihr von Essence haltet? Das ist ja letztendlich ein Haus sozusagen, ne? Catrice und Essence. Und das merkt man auch, ne? Also die Sachen von Catrice sind spitzenmäßig, aber ja, Essence auch, meiner Meinung nach. Essence hat vielleicht eine andere Zielgruppe, ja, junge Menschen, schätze ich mal. Aber die Produkte sind gut. So, ich habe jetzt bewusst kein Eyeliner oder Kajal oder sonst was aufgetragen. Auch unten drunter mache ich nichts. Es soll einfach nur schnell sein und es soll einfach ein bisschen frischer aussehen. Und von daher, jetzt fehlt Lippenstift auch.
Ja, jetzt habe ich ein kleines Dilemma. Ich hatte tatsächlich einen Lippenstift für dieses Video gekauft. Ich dachte, ne, Full Face, so gut wie es geht halt, ne, mit Age Perfect. Und zwar ist das die Nummer 637. Eine wunderschöne Farbe hatte ich mir ausgesucht. Sieht sehr orange aus in der Kamera, aber ist eigentlich so bräunlich-braun-rosa mehr, ne? Klar, mit einem Touch Orange auch drin. Und das ist das Problem, dass es einfach zu warm rüberkommt, irgendwie bei mir. Und im Vergleich oder sagen wir mal in Verbindung mit dem Lidschatten, das ist ja recht kühl, ne, sieht es irgendwie nicht ganz aus, meiner Meinung nach. Deswegen leider, ja, verwende ich den Lippenstift nicht und generell ist das einfach nicht meine Farbe. Aber trotzdem, wunderschön. Ein super Tipp, würde ich sagen, ne, wenn man halt mehr wärmere Farben hat. Deswegen dachte ich einfach, ja, dass ich hier vom Make-up-Coach was nehme. Nakilia, finde ich, ist ganz nett. Das ist so eine Art Rose- und Holzfarbe, kann man sagen. Oder ja, wie die Lippen, aber besser und ist relativ kühl. Ja, und ich habe ja eben über Catrice gesprochen und hier habe ich was Tolles, habe ich schon mal gezeigt. Ist ja relativ neu. Shine Bomb Nummer 30, das ist so ein Tinted Lip Balm, so ähnlich. Also die Deckkraft ist jetzt nicht super stark, aber pflegend und ganz nett. Und ich meine, es ist auch Clean Beauty. Und das finde ich ja so toll mit Catrice und auch mit Essence, dass sie sehr viel Clean Beauty haben. Man muss einfach nur genau hingucken. Es gibt da Schilder. Und dann sieht man quasi, was clean ist und vegan und so weiter. Und das ist einfach so eine Nude-Farbe. Sehr neutral. Ich würde sagen, weder warm noch kalt in der Farbe. Ich finde die Farbe total schön im Alltag. Und man muss ja keinen Lip Liner dazu haben, sondern einfach nur schnell drauf und man ist good to go. Und genau, das war der fertige, nee, die Augenbrauen auch, nicht zu vergessen. Und zwar habe ich etwas von Wet n Wild. Das ist einer meiner Lieblingskits tatsächlich. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist aber so Puder, kann man wirklich wunderbar ganz schnell auftragen. Und ein bisschen Fixing Gel von Trend It Up ist auch wirklich super, damit alles so schön hält. Ja, das ist der fertige Look. Ganz schnell und easy und einfach ja, ein natürlicher Look. Und ich denke, mehr schafft man ja kaum im Alltag. Mir geht es so auf jeden Fall. Ne? Man betont die Augen und die Wangen und die Lippen so ein bisschen und man ist good to go. Und ja, ich wollte euch einfach ein bisschen dazu inspirieren und ja, mit schönen Sachen von Age Perfect und auch von anderen Marken einfach so, was man da hat. Und ja, aber gerade Age Perfect, also das, was sie haben, finde ich, ist wirklich gut ausgesucht, bis auf die Lippen. Lippenstifte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde die Töne da ein bisschen zu warm und zu klar irgendwie. Also da fehlt was Softes, weil oft ist man im Alter so ein bisschen, dann wird man immer mehr ein softer Typ, oft, ne? Wenn man halt etwas graue Haare hat, vielleicht zum Beispiel und so, ne? Also da müsste man die Lippenstifte auch so ein bisschen dazu, ja, anpassen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Vielleicht liebt ihr die Lippenstifte von Age Perfect, dann ist auch alles wunderbar. Aber ich bin ja leider nicht so der Fan davon. Aber sonst, der Blush ist hammermäßig, finde ich zum Beispiel. Und auch der Lidschatten finde ich auch wirklich klasse. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder dass es euch gefällt, hoffe ich. Abonnieren nicht vergessen und Glöckchen betätigen. Das würde mich sehr freuen, weil dann verpasst ihr keine Videos von mir. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und mach's gut. Tschüss.